Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Schutz von Minderheiten und die Wahrung ihrer Rechte, insbesondere ihrer sprachlichen und kulturellen Identität, gehört zu den Grundwerten der EU. Dass hierbei zuweilen in der EU noch Luft nach oben ist, darauf macht die Bürgerinitiative Minority Safe Pack zu Recht aufmerksam. Sie vereint über 1 Million Europäerinnen und Europäer hinter sich und sie haben sich zusammengeschlossen und einen Forderungskatalog an die EU-Kommission formuliert. Das nennt sich politische Teilhabe und das sollten wir an sich schon wertschätzen. Das Minority Safe Pack hat aber auch inhaltlich unsere Unterstützung verdient. Denn die Bürgerinitiative trifft ins Herz der Europäischen Union. Was die Europäische Union in erster Linie außergewöhnlich macht, ist nämlich nicht der gemeinsame Binnenmarkt, sondern die sprachliche und kulturelle Vielfalt. Diese EU wäre ohne diese Minderheiten um ein Vielfaches ärmer. Wenn die Wahrung unserer Kultur- und Sprachenvielfalt, die Wahrung unseres Mottos in Vielfalt vereint, uns am Herzen liegt, dann sollte auch der Minderheitenschutz uns am Herzen liegen.